Proben im Lockdown für sie nur in ihrer Küche möglich. Auch er probt in seinen eigenen vier Wänden. Und hier tanzt Nora Ronge in ihrem Bettbezug. Hier in dem Kinderzimmer ist das Video entstanden, ihr Rückblick auf die Proben im Lockdown. Es war auch eine Art von Choreografie, die für mich ein bisschen fremd war. Und dann habe ich mich aufgeregt, dass ich das nicht sofort geschafft habe, so zu machen, wie ich das haben wollte. Und ich glaube, diese kleine Mischung aus der leichten Verzweiflung, dass ich jetzt eigentlich Wäsche machen muss und aber auch gleichzeitig das Video herstellen muss und ich die Bewegung nicht so mache, wie ich machen wollte, dann habe ich einfach gesagt, ich ziehe mir jetzt einen Bettlaken über und gucke mal, wie das dann aussieht. Angeleitet wurden die Tänzerinnen und Tänzer per Zoom von der Choreografin aus Madrid. Stay also a bit longer on the rhythm. So stay a bit longer together before you deviate. In ihrem Stück ahmen die Tänzerinnen und Tänzer Posen aus den sozialen Medien nach. Bei der Premiere des Stücks im Lockdown halten die Tänzer Abstand wie hier auf dem pinken Teppich. Den hat der Regisseur Jan Tufan Klose mitgebracht. Sein einstündiger Film kommt fast ohne Worte aus. Wir haben versucht, die Emotionen vor allem über das Spiel und den Ton und die Musik zu erzeugen und haben uns dagegen entschieden, über die Emotionen zu sprechen. Wir haben versucht, die Emotionen zu zeigen. Zum Beispiel den inneren Konflikt von Nora Ronge. Die hätten sie während der Proben fast zerrissen. Dieser Prozess hat mich manchmal auch ein bisschen innerlich wütend gemacht, weil ich dachte, warum soll ich mich mit oberflächlichen Sachen auseinandersetzen, wenn gerade die Welt untergeht. Deswegen wirke ich in dem Film auch so leicht an der Grenze der Verrückten, weil dieser Twist von Realität und dem, was wir da fürs Theater machen, war für mich sehr groß. Nora Ronge ist froh, dass sie seit Ende 2021 mit ihren Kollegen wieder gemeinsam im Theater proben kann. Ich finde es viel besser, wenn man sich sieht, wenn man sich riecht, wenn man die Luft wahrnimmt, die man bewegt, wenn man seine Hand bewegt. Premiere des Filmes ist morgen um 12:30 Uhr im City 46.